Ja, Tag auch und willkommen zurück zu The Witcher 3 und ich hoffe mal, die Aufnahme kratzt mir hier nicht ab, weil das ist einfach, ne, also ich habe zwar bis jetzt keine gehabt und das ist jetzt die erste Aufnahme, die ich mache, aber ich traue Novigrad nicht mehr irgendwie über den Weg, ne, ist ja jedes Mal irgendwie abgestürzt dort und ich habe so das Gefühl, dass es irgendwann wieder abstürzen wird. Ich mag diese Stadt nicht mehr. Es sind wahrscheinlich zu viele... Wie hießen die Vögel hier auf der Tempelinsel? Die mit ihren komischen heiligen Feuer da irgendwie rumfuchteln? Ich weiß es nicht mehr. Hexenjäger, genau! Was? Wir suchen Herrn Willi. Herr Willi erwartet wichtige Gäste. Also verpisst euch hier, Kackfrösche! Ja, sagte der Clown. Wie wär's mit einem Geschäft? Klar. Klar, ein Geschäft. Geht nach oben. Der Boss wartet. Hexenjäger, das war das Wort, was ich suchte. Seltsam. Das ist noch untertrieben. Was sie wohl gerade machen? Das werden wir schon bald wissen. Oh, mal schauen, was die da machen. Hoffentlich nichts, was ich nicht sehen will. Wobei, egal was sie machen, ich will es so oder so nicht sehen. Sieh einer an. Wen haben wir denn da? Hast dein Mündel endlich gefunden? Hat ja eine Weile gedauert. Sieht mir putzmunter aus. Ah, hast du gedacht, du hättest mich kalt gemacht? Überraschung! Halt den Rand, Hexe, bevor ich dir das Maul stopfe. Schluss jetzt. Ich bring zu Ende, was du angefangen hast. Hey, stopp. Ich bin's. Dudu. Dudu Bieberfeld. Hast du mich echt nicht erkannt? Dachte ich mir schon wegen der Narbe. Ich glaube, dass er es ist. Weil die Narbe, er hatte doch auch eine Narbe gehabt, soweit ich weiß. Warte, Ciri. Nach dem Raub in Dijkstras Schatzkammer warst du verschwunden. Wo habe ich dich gefunden? Schnell. Auf dem Fleischerhof. Du hast in Priscillas Stück mitgespielt und mich auf die Bühne gezerrt. Steck das Schwert ein, Ciri. Es ist Dudu. Götter, habt ihr mir einen Schreck eingejagt? Wäre nicht nötig gewesen, wenn du nicht Hurensohns Gestalt angenommen hättest. Was zum Henker sollte das? Nach unserer Flucht wusste ich nicht weiter. Ich konnte mich nur verstecken. Sie hätten mich irgendwann gefunden. Die Entscheidung war einfach. Außer uns wusste kaum jemand, dass er tot ist. Das war meine Chance. Niemand trauerte um Hurensohn Junior. Er hat in seinem ganzen erbärmlichen Leben niemandem geholfen. Nach seinem Tod wurde er zu einem nützlichen Mitglied der Gesellschaft. Es heißt, jeder verdiene eine zweite Chance. Das trifft offenbar zu. Hurensohn bekam in gewisser Hinsicht eine zweite Chance, die er mit einem Doppler teilte. Mit dem Doppler namens Dudu. Ganz schön mutig, Dudu. Hätte ich nicht erwartet. Ich auch nicht. Ach, übrigens, du ahnst ja nicht, wie froh ich bin, dass du wohlauf bist. Und ich erst, dass ich dir nicht den Hals aufgeschlitzt habe. Ja gut, dass ich hier war, ne? Sei vorsichtig. Man könnte dir auf die Schliche kommen. Willis Männer sind zu dumm dazu und seine Kollegen sind nicht viel besser. Denk dran, auch ihr seid reingefallen. Und das hätte für dich böse enden können. Stimmt, ich bin manchmal etwas zu leichtsinnig, aber meistens passe ich auf. Geralt und Ciri sind vielleicht reingefallen, aber nicht ich, weil... Wenn das Schwert doch, also wenn Geralt das Schwert doch schon dem Typen hier das Schwert in seine Brust reingerammt hat, warum hat er dann eine Narbe im Gesicht? Interessante Branche hast du dir da ausgesucht. Dudu hatte schon immer einen Sinn für Zahlen. Was sind schon ein paar Bordelle und Casinos? Er schafft das. Das ist es ja. Ich brauch's gar nicht. 2 Wochen nach Willis Tod habe ich gesagt, ich hätte das Licht des ewigen Feuers erblickt. Hab alle illegalen Geschäfte abgetreten. Ich bin jetzt ein anständiger Händler. Und Hurensohns Leute haben nichts gesagt?
Ich habe Verbindungen zu den Gilden. Das Geschäft blüht. Die Gewinne haben sich verdoppelt. Für Willis Männer bedeutet eine doppelt gefüllte Börse doppelten Respekt für den Überbringer. Tja, Hauptsache die Gasche, die Kasche. Die Tasche ist gut gefüllt, wa? Wir müssen gehen. Ja, wir müssen noch zum Goldenen Stör. Es war schön, euch beide zu sehen. Passt auf euch auf. Du auch. Mach's gut, Dudu. Warum gehen wir zum Stör? Da ist ein Mädchen, das mir geholfen hat. Und wer ist das? Eine Freundin von Rittersporn. Sie heißt Bea. Sie ist Kellnerin im Goldenen Stör. Hat mir geholfen, Rittersporn zu finden. Ich möchte ihr danken. Sie hat viel riskiert. Viel riskiert? Wie denn das? Die Tempelwache war mir dicht auf den Fersen. Wäre sie mit mir gesehen worden, hätte man sie bestimmt ausgepeitscht oder ihr Schlimmeres angetan. Du scheinst Ärger irgendwie anzuziehen. Da komme ich ganz nach dir. Wollte ich gerade sagen. Und Schlimmeres, ja, sie wäre wahrscheinlich jetzt draußen und würde sehr durchgebraten sein. Ich war mal in einer Stadt, die Novigrad ganz ähnlich war. Aber die Leute waren viel größer und hatten dunkle Haut. War das in Serikanien? Nein, in einer anderen Welt. Wie ist das denn so, zwischen den Welten zu springen? Ist es, als ginge man durch ein Portal oder anders? Etwas anders. Am Anfang war es ganz schön schwer. Ich war nicht sehr gut darin, es zu steuern. Ich musste mich fest konzentrieren und hoffen, dass ich nicht im Krater eines aktiven Vulkans lande. Es war sehr nützlich, mit Avalach zu üben. Jetzt muss ich nur noch an den Ort denken, an den ich reisen will, die Augen schließen und es geschieht. Ja, aber wie funktioniert das, wenn du zu einer anderen Welt reisen sollst? Weil ich meine, den Ort kennst du doch überhaupt nicht. Ich meine, am Ende wachst du plötzlich in dem Magen von irgendeinem riesigen Viech auf. Ich meine, hä? Woher willst du dann diesen Ort wissen? Also, das mit den Welten verstehe ich dann noch nicht so richtig, aber wie sie das dann mit dem Teleportieren macht, das verstehe ich dann schon. Ich glaube, die hat Ärger. Ich hab dir eine Chance gegeben. Hättest sie nutzen sollen. Ich scheiß drauf, was du mir gibst. Das wird dir noch leid tun, dumme Kuh. Achte auf deine Manieren. Du redest mit einer Dame. Halt dich da raus. Das geht dich nichts an. Doch, tut es. Und ob es das tut? Du bist ja auch ein verfluchter Sonderling. Ist er. Und ziemlich gefährlich dazu. Der Schlechter von Weißgarten. Und was macht er hier? Die Bäume beschneiden? Jürgen, der hat das halbe Dorf ausgerottet und die Leichen des Dorfältesten und seiner Frau mit dem Pferd bis Novigrad gezogen. Lass uns abhauen. Du solltest auf deinen Freund hören. Tut mir leid. Ich danke dir. Sie wirkten diesmal entschlossener. Du solltest dich doch nicht mit denen anlegen. Soll ich etwa Anderlinge verstoßen, nur weil diese Halunken mich bedrohen? Kommt nicht in Frage. Es ist so schön, dich wiederzusehen, Bea. Dich auch, Ciri. Wer ist dein charmanter Begleiter? Ein Verteidiger, der unterdrückt mir eigentlich alles, ne? Geralt von Riva. Der Geralt? Freut mich sehr. Hab schon viel von dir gehört. Mhm. Wirklich? Was denn so? Zum Beispiel, dass du ihr so oft aus der Patsche geholfen hast, dass sie aufgehört hat zu zählen. Und dass du sie zum Lachen bringst. Das gilt für Ciri. Andere Damen allerdings... Bea, ich stehe direkt hier. Schon gut, schon gut. Und? Was führt euch hier, meine Lieben? Ich wollte dir danken. Für alles. Ach, hör auf. So wie ich hätte jeder gehandelt. Aber nur wenige hätten es mit so viel Mut getan. Ich danke dir. Das ist für dich. Damit du dich an mich erinnerst. Oh, das ist wunderschön. Danke. Und? Bleibt ihr auf einen Eintopf? Der Wirt hat heute Morgen ein Ferkel geschlachtet. Danke. Aber wir müssen noch nach Ferneck. Ah, zu Waldo, hm? Nun, dann werde ich euch nicht aufhalten. Dort bekommt ihr bestimmt auch was Leckeres zu essen.
Lebt wohl, ihr beiden. Und pass auf sie auf, Hexer. Das werde ich. Lebt wohl. Sie kann aber auch ganz gut für sich selbst aufpassen, ne? Also. Bravo, Hexer. Ciri, was hast du ihr eigentlich gegeben? Deine Freundin, Bea. Was ist mit ihr? Nichts. Scheint nett zu sein. Geralt, du bist schrecklich. Was habe ich denn gesagt? Was ist denn in Ferneck? Dort lagern ein paar reisende Gaukler. Anderlinge. Als ich zuletzt hier war, wollte ich Triss kontaktieren. Es war nicht leicht. Ich musste fast das ganze Geld des Barons ausgeben. Triss und ich haben uns nie getroffen, weil die Tempelwache auf einmal auf den Plan trat. Danach wurde ich gesucht. Triss hat nicht versucht, dich zu finden? Wie denn? Sie wusste von nichts. Sie dachte, sie sollte eine weitere Alchemistin treffen, die aus Novigrad fliehen wollte. Ich wollte sie nicht in Gefahr bringen. Wie auch immer. Ich wurde verfolgt, gejagt und hatte keinen müden Kopper mehr. Dann traf ich Waldo. Er und seine Truppe haben mir geholfen. Mich Bea vorgestellt und durch Bea habe ich Rittersporn gefunden. Den Rest kennst du. Habt ihr dann auch irgendwann mal Wo ist Waldo gespielt? Ja. Jo, wo ist denn dein Freund? Ja, genau. Da! Waldo! Ach, da. Ciri, du Inkarnation des Teufels, wo bist du gewesen? Komm her, Schätzchen. Hallo, wer ist das denn? Hast du deinen Opa mitgebracht? Egger, du bist unverbesserlich. Lass mich dir Geralt von Riva vorstellen. Ah, sei gegrüßt. Wir haben schon so viel von dir gehört. Ja. Zumeist Lügen, möchte ich wetten. Wenn es gelogen ist, dass sie seit Kindesbeinen einen Freund und Mentor an dir hat, dann lügt sie wie gedruckt. Ach, gut, dass ihr da seid. Und gerade noch rechtzeitig. Morgen wären wir weg gewesen. Ihr geht? Man wird bald anfangen, Anderlinge umzusiedeln. Wir kommen dem lieber zuvor. Ich verstehe. Allerdings haben wir gerade 2 Pferde verloren. Und 2 weitere sind zu schwach, um irgendwas zu ziehen. Wir schaffen das schon. Heute gehen wir nicht. Also haben wir heute auch keine Sorgen. Natürlich. Ich gehe zum Händler. Vielleicht kann ich unsere Mähren gegen ein gesundes Pferd eintauschen. Nicht, dass Waldo morgen doch noch Sorgen hat. Also das, was ich da gerade ausgewählt habe, war jetzt irgendwie nicht wirklich in dem Zusammenhang zu verbinden, was die Geralt jetzt da sagte. Hä? Da stand doch irgendwas wie hier, Ciri übertreibt ein bisschen oder so. Oder Ciri übertreibt mit dem, was sie ja wahrscheinlich gesagt, irgendwas in der Richtung. Und dann sagt er zumeist wahrscheinlich alles Lügen. Hä? Das macht mal gar keinen Sinn, aber egal. Können wir irgendwie helfen? Oh, macht euch um uns keine Gedanken. Wir kommen immer irgendwie klar, nicht, Ciri? Was bringt euch her? Ich bin hier, weil ich um Verzeihung bitten will. Ich bin damals so plötzlich verschwunden. Pappalapapp. Hauptsache, du bist wieder da und gesund und munter. Das ist für dich. Alles, was du mir geliehen hast und etwas obendrauf. Ciri, du weißt, dass ich das nicht annehmen kann. Und du weißt, dass ich dich nicht ablehnen lasse. Ich hab's. Wir machen eine Wette draus. Reitest du noch Rennen? Natürlich. Dann fordere ich dich heraus. Geralt, machst du mit? Okay. Gerne. Ein Mann nach meinem Geschmack. Kommt. Ciri, denk ja nicht, dass ich dich gewinnen lasse, ja? Geralt, such dir eins von diesen aus. Sofort, sofort. Was? Wieso? Kann ich nicht einfach Plötze nehmen? Ach ja, schön, dass ich übrigens meine Trophäen dort da hinten am Hintern kleben habe. Du warst auch schon mal schneller. Ich lasse dir nur Vorsprung. Verdammt. Jetzt konnte ich nicht durch die Gegend rennen und jetzt ist der da vorne. Na komm schon, den kriege ich noch. Hoffentlich. Ja, ja, danke, Reh. Danke, Reh, Ziege oder was weiß ich, was du warst. Du hast mir den ersten Platz verliehen. Hat wahrscheinlich irgendwie gewettet. Deswegen hat er es sich schön in den Weg gestellt, dass ich Erster werde. Naja, wo bin ich denn jetzt? Bin ich Erster? Bin ich Erster? Yay! Ich bin Erster. Habe ich jetzt was bekommen? Ciri ist ja Letzter, wie ich gesehen habe. Ich kann dich immer noch schlagen.
Ich hab dich gewinnen lassen. Tolles Rennen. Wenn das nicht nach einer Feier schreit, verbring doch den Abend hier. Wir haben ein paar Fässer von Catwins Bestem. Es gibt ein Lagerfeuer und alle versammeln sich. Die Nacht gehört uns. Was ist denn das für ein Gartenzwerg? Noch Wein? Danke. Ich bin froh, dass wir hier geblieben sind. Ich auch. Sie mögen dich hier. Ich mag sie auch. Ich würde gerne bei ihnen bleiben, trinken und wettreiten, von Dorf zu Dorf ziehen, mir keinerlei Sorgen machen. Guter Plan. Ich glaube, ich komme mit. Dann ist unsere Zukunft ja geregelt. Sofern nicht nur noch Asche von uns übrig ist, wenn dies vorbei ist, heißt das. Es wird nicht einfach werden, die Jagd zu besiegen. Aber mit der Hilfe der Loge und von Avalach, wir können es schaffen. Ich fürchte, der Kampf gegen die Jagd ist nur der Anfang. Für mich jedenfalls. Mach dir deswegen keine Sorgen. Eins nach dem anderen. Du weißt doch, dass du dich immer auf mich verlassen kannst. Was auch geschieht. Ja. Danke dir, Geralt. Du hast es versprochen. Ich hab Spaß gemacht. Manchmal wünschte ich, ich könnte sein wie sie. Betrunken? Was ist denn das bitte? Die war noch nicht betrunken, oder? Was meinst du damit? Gewöhnlich. Das bist du aber nicht, sondern zu Großartigem geboren. Was ich seitdem zu hören kriege. Alles wegen dieses verwünschten älteren Bluts. Mein Geschenk, mein Fluch. Es hat mir all diese Kräfte gewährt, lässt mich aber mein Leben auf der Flucht und versteckt verbringen. Können Sie? Ja, okay, ich meine normal, aber... Man mal kann gucken. Geschenke auch ausschlagen, darauf verzichten. Das ist nicht so einfach. Hab ich mal versucht, weißt du noch? Und selbst wenn mich das von Eredin befreien würde, gäbe es doch immer Leute mit Plänen, in denen ich vorkomme. Erst waren es die Zauberinnen der Loge. Jetzt ist es mein Vater. Sogar Yennefer. Du vergisst Avalach. Avalach ist anders. Er will verhindern, dass meine Gabe in die falschen Hände fällt oder außer Kontrolle gerät. Darum lehrt er mich und beschützt mich. Wenn du meinst. Du bezweifelst es? Eines Tages wird Avalach dich um einen Gefallen bitten. Vielleicht. Aber wenn, wird es noch lange, lange hin sein. Und ich bin sicher, was immer es ist, er wird mir eine Wahl lassen. Ich werde ablehnen können. Hoffentlich hast du recht. Das ist Pablo. Irgendwann will ich auch jonglieren lernen. Unglaublich nützliche Fertigkeit. Endlich habe ich euch gefunden. Amüsiert ihr euch? Ja, schon, glaube ich. Was? Um was geht's denn hier eigentlich? Ich frage einfach mal was. Ich wüsste lieber, wie es beim Händler war. Konntest du ein paar Pferde auftreiben? Pah, vergiss es. Einen Tausch wollte er nicht. Ich sagte also, ich kaufe. Und da hat er Mondpreise für ein gesundes Tier verlangt. Wir brauchen Pferde. Aber wir müssen eine andere Möglichkeit finden, welche zu kriegen. Oho, mir schwant Übles. Ich wusste, dass es dir gefällt. Wir wollen uns in seinen Stall schleichen. Er hat rund 30 Gäule. Da machen ein paar mehr oder weniger nicht viel aus. Kommt ihr mit? Na klar! Aber... Kauft die Pferde doch einfach. Warum nicht? Mit welchem Geld? Ciri hat euch ein volles Säckel gegeben. Das reicht höchstens für eins. Wir brauchen mindestens vier. Geralt, lass das Getue. Wir rauben den Händler nicht komplett aus. Und wir können endlich mal was anderes machen, als vor der wilden Jagd zu fliehen. Lass uns nicht betteln.
Wie viel Kohle habe ich? Ich habe ehrlich gesagt nicht unbedingt gerade Bock, da jetzt irgendwelche Pferde zu stehlen. Es muss eine andere Lösung geben. Zufällig habe ich etwas Geld, das ich euch leihen könnte. Wir können uns nicht erkenntlich zeigen. Das müsst ihr auch nicht. Ein großzügiges Angebot. Aber es löst das Problem nicht. Der Händler hat nicht unser Geld abgelehnt, sondern uns. Mit Abschaum mache ich keine Geschäfte. Ich glaube, das sagte er. Und wenn er nicht handelt, haben wir keine Wahl, als zu stehlen. Na, super. Na, komm. Ach, was soll ich machen? Man muss den Bedürftigen helfen. Ja. Man war ein auf Robin Hood, wa? Ich muss sagen, so hätte ich dich nicht eingeschätzt. Wie nicht? Zuverlässig. Es wird Zeit. Wir treffen uns bei den Ställen. Ich und nicht zuverlässig? Sag mal, hast du gerade einen Witz erzählt, oder was? Egger, halt Wache. Ciri und ich versuchen reinzukommen. Geht klar. Also wenn das Wache halten ist, dann toll. Wartet hier. Ich gehe rein und mache euch die Tür auf. Sei aber bloß leise. Es gibt heutzutage einfach kein gutes Personal mehr. Still, du weckst ihn auf. Wen aufwecken? Wo muss ich denn? Kann ich einfach hier rein? Muss ich hochklettern? Ja, ich muss hochklettern. Ich muss in den Stall klettern. Also wenn das 30 Pferde sind, dann hat er ziemlich viel gesoffen. Ist der am Pennen? Nee, so wie der sich bewegt, ist der nicht am Pennen. Was passiert, wenn ich jetzt runtergehe? Ich glaube, der wird dann auf mich aufmerksam und will mich irgendwie killen oder rausjagen oder was weiß ich was, oder? Oder auch nicht. Ah, da. Schlüssel. Ah, da ist der Schlüssel. Muss ich jetzt die Tür hier öffnen? Ich glaube ja, ne? Ja. Schnell, rein mit euch. Wo habe ich denn das Ding auf einmal her? Endlich. Hat aber was. Steht Geralt irgendwie. Das waren aber mehr als vier. Das sind 1, 2, 3, 4, 5. Fünf oder sechs Stück müssen das gewesen sein, oder? Das sind keine vier. Und ihr seid zu dritt unterwegs. Juhu! Wir haben es geschafft! Toll gemacht! Habt ihr die beiden Deppen gesehen, die uns jagen wollten? Sind fast über ihre eigenen Stiefel gestolpert! Danke, Geralt. Das war super. Mhm. Ja. Schöne Abwechslung vom Monster töten. Danke für eure Hilfe und für euren Besuch. Es war herrlich, euch alle wiederzusehen. Haltet die Ohren steif und passt auf euch auf. Vergiss uns nicht. Bis dann. Ich muss mich von Waldo verabschieden. Na schön, dann sehen wir uns bei Rittersporn. Ich muss in der Stadt noch was erledigen. Bis dann, Geralt. Jo, bis später. Aber wieso habe ich das Gefühl, dass irgendwas passieren wird? Hä? Irgendwann wird passieren. Philippa zu befreien und Margareta zu befreien? Okay. Ich muss hier zwei Leute befreien. Interessant. Dann wird es wohl in der nächsten Folge zu einer Befreiungsaktion kommen. Ob es doppelt gemoppelt dann wird, weiß ich nicht. Werde ich ja sehen. Nein, lieber nicht. Der soll nicht so lange leben. Ich bewege mich mal lieber nicht weiter, weil ich habe das Gefühl, dass wenn ich mich weiter bewege, wird die Aufnahme abkratzen. Weil das ist irgendwie immer gewesen, wenn ich hier irgendwie wo reingekommen bin und so viele Leute waren. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, bis morgen dann, ne?